Ein massereicher Stern explodiert im Weltraum und stößt dabei einen gewaltigen Energiestrahl aus. Astronomen bezeichnen dieses Phänomen als Gammablitz. Er kann heller strahlen als 1 Milliarde oder sogar 1 Billion Sonnen. Die intensive Strahlung trifft die Erdatmosphäre. Sie zerstört die Ozonschicht und lässt dichten Smog entstehen, der das Sonnenlicht blockiert. Der Beginn einer globalen Katastrophe. Diese zwei Phänomene in Kombination bedeuten einen heftigen Rückschlag für das Leben auf der Erde. Ein Gammablitz war vielleicht für eines der schlimmsten Artensterben der Urzeit verantwortlich. Die erste Frage, die die Leute uns stellten, war: Was bedeutet das für uns? Pro Jahr kommt es zu etwa 300.000 Gammablitzen. Was würde bei einem erneuten Treffer geschehen? Die Gesellschaft würde in vielerlei Hinsicht zurück ins finstere Mittelalter geworfen. In einem Universum voller spektakulärer und bizarrer Phänomene könnte das Leben auf der Erde einer tödlichen Bedrohung ausgesetzt sein. Den sogenannten Gamma-Blitzen. Selbst wenn ein solcher Strahlenausbruch weit entfernt von unserem Sonnensystem stattfindet, könnte er uns vernichten. Er würde die Erde verstrahlen, als ob 100.000 Atombomben direkt neben unserer Atmosphäre explodiert wären. Auf der Erde würde man weder die Druckwelle noch die Hitze der entfernten Explosion spüren. Stattdessen würde die unsichtbare Gammastrahlung, wie ein Todesstrahl aus einem Science-Fiction-Film, in unsere Stratosphäre eindringen. Am Himmel wäre ein sehr heller Lichtblitz zu sehen, wie ein neuer Stern. Und dann würde der ganze Himmel weiß werden. Dieser Lichtblitz kommt nicht von der Explosion. Es sind die Gase der Atmosphäre, die zu glühen beginnen, wenn hochenergetische Gammastrahlung auf sie trifft. Dies wäre der Beginn einer Umweltkatastrophe. Etwa die Hälfte der Ozonschicht würde zerstört werden. Dadurch gelänge dann mehr ultraviolette Strahlung auf die Oberfläche. Und das würde sich massiv auf das Leben auf der Erde auswirken. Es klingt wie Science Fiction, aber wahrscheinlich ist es bereits einmal passiert. Eine neue Theorie besagt, dass ein Gammablitz eines der größten Artensterben auf unserem Planeten verursachte. Es geschah vor 450 Millionen Jahren während des Erdzeitalters, das man heute das Ordovizium nennt. Das massenhafte Artensterben im Ordovizium war eine der drastischsten Vernichtungswellen, die unseren Planeten je heimgesucht hat. Viel gewaltiger als die Vernichtung der Dinosaurier. Am Ende des Ordoviziums waren die Landflächen praktisch leer, während es in den Ozeanen nur so von Leben wimmelte. Dann verschwand plötzlich mehr als die Hälfte aller Arten aus noch immer nicht ganz geklärten Gründen. Seit neuestem ziehen einige Forscher einen Gammablitz als Auslöser in Betracht. Einer von ihnen ist der Astrophysiker Brian Thomas. Im Jahr 2005 arbeitete Thomas an der University of Kansas an seiner Doktorarbeit über Gammablitze. Diese auch kurz GRB genannten Strahlungsausbrüche sind die gewaltigsten bekannten kosmischen Explosionen. Sie entstehen, wenn ein supermassiver Stern am Ende seines Lebens kollabiert. Er stößt dann gebündelte Gammastrahlung, sogenannte Jets, aus. Eine so gewaltige Energie, dass sie überall im Universum nachweisbar ist. Man sieht einen Gammablitz nicht kommen. Deshalb wäre es kaum möglich, sich davor zu schützen. Thomas und seine Kollegen berechneten, was geschehen würde, falls es tief im interstellaren Raum, über 6000 Lichtjahre von uns entfernt, zu einer solchen Explosion käme. Ein Lichtjahr ist die Distanz, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, mit einer Geschwindigkeit von etwa 300.000 Kilometern pro Sekunde. Das heißt, die Gammastrahlung würde 6000 Jahre brauchen, bis sie die Erde erreicht. Aber selbst aus so großer Entfernung könnte ein solcher Ausbruch schlimme Folgen für unseren Planeten haben. Im Jahr 1900 fanden Forscher heraus, dass Uran Strahlung abgibt. Dies war die Entdeckung der Gammastrahlung.
Nur wenige schenkten dieser Strahlung Beachtung, bis Atombomben Hiroshima und Nagasaki zerstörten. Many died and the number of deaths kept mounting from day to day. Es war bekannt, dass Strahlung schädlich ist, aber ihre tödliche Auswirkung auf die Bombenopfer kam für viele Menschen unerwartet. Der Schaden, den radioaktive Strahlung im Körpergewebe anrichten kann, wird in REM gemessen. 5 REM pro Jahr gelten als ungefährlich. Die Hiroshima-Opfer, die sich in einem 1,5 Kilometer Radius der Bombe befanden, waren 400 REM ausgesetzt, ein Großteil davon Gammastrahlung. Das genügte, um 60% von ihnen innerhalb von 30 Tagen zu töten. Laut Schätzungen kamen 66.000 Menschen sofort um. Die Strahlentoten erhöhten die Opferzahl auf mehr als 200.000. Gammastrahlung ist gefährlich, weil sie hochenergetisch ist. Sie liegt am äußersten oberen Rand des elektromagnetischen Spektrums, über den energiereichen Röntgenstrahlen und weit entfernt vom Bereich des sichtbaren Lichts und anderen Wellenformen. Trotzdem dringt Gammastrahlung aus dem Weltraum nicht bis zur Erdoberfläche vor. Die Erdatmosphäre ist dick und schirmt uns ab. Da ist genug Materie, um die aus dem All kommende Gammastrahlung zu stoppen. Sollte ein Gammablitz die Erde treffen, würde die Atmosphäre die Strahlung für uns abfangen. Umweltwissenschaftler schätzen, dass sie dabei innerhalb von 85 Minuten so ernsten Schaden nehmen würde, dass unser Planet ein Jahrzehnt bräuchte, um sich zu erholen. Der hochenergetische Strahl würde die Moleküle zweier wichtiger Gase auseinandersprengen, Sauerstoff und Stickstoff. Die einzelnen Atome könnten sich dann neu kombinieren. Stickstoff und Sauerstoff würden in dem chemischen Chaos eine ganze Reihe gefährlicher Stickstoffoxidverbindungen bilden. Die Stickstoffoxide, das NO und das NO2, würden katalytisch das Ozon zerstören. Das wissen wir schon lange. Die Atmosphäre-Experten wissen auch, dass es nur ein einziges Stickstoffoxidmolekül braucht, um bis zu 1000 Ozonmoleküle zu vernichten. Der Gammablitz aus der Simulation der University of Kansas würde 40% des Ozons zerstören. Unseren einzigen Schutz gegen das tödliche ultraviolette Sonnenlicht. Der UV-Strahlenanteil an der Erdoberfläche würde um 80% steigen. Wenn ein Hagel ultravioletter Strahlung auf die Erde niederginge, würde das viele Lebensformen sofort töten. Als weitere Folge des Gammablitzes würde sich Stickstoffdioxid bilden, ein faulig riechendes Gas, das sich überall auf der Welt verbreiten und den Planeten in einen braunen Nebel hüllen würde. Der braune Dunst würde das Sonnenlicht nicht durchlassen. Die Folge wäre eine globale Abkühlung, die Monate dauern und ebenfalls furchtbare Auswirkungen auf das Leben auf der Erde haben könnte. Eine Katastrophe für unseren Planeten. Die Forscher der University of Kansas fragten sich, ob die fossilen Überbleibsel der Urzeit vielleicht Beweise enthalten, dass derartiges in der Vergangenheit bereits geschehen ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es im Verlauf der Geschichte dieses Planeten schon einmal dazu gekommen ist. Und es könnte das Puzzleteil sein, das einige Rätsel der Vergangenheit aufklärt. Rätsel wie das Aussterben zahlloser Spezies während der Urzeit. Brian Thomas wandte sich an den Paläontologen Bruce Lieberman. Ich hatte noch nie von Gammablitzen gehört, bevor meine Kollegen von der Astronomischen Fakultät davon erzählten. Lieberman stieß auf eine mögliche Verbindung zwischen den Gammablitzen und einem Ereignis, das vor 450 Millionen Jahren während des späten Ordoviziums stattfand. Die Fische begannen sich gerade erst zu entwickeln. Aber in den Ozeanen wimmelte es bereits von primitiven Meerestieren wie Mollusken und Trilobiten. Trilobiten sind heute ausgestorben. Aber im Ordovizium und auch schon vorher waren sie die vorherrschende Lebensform auf diesem Planeten. Es handelt sich um Gliederfüßler. Ihre nächsten heute noch lebenden Verwandten sind die Moluckenkrebse. 45 Millionen Jahre lang lebten auf der Erde 2000 verschiedene Arten von Trilobiten. Doch dann geschah etwas. Ganz am Ende des Ordoviziums erlebten die Trilobiten eine riesige Katastrophe. 65-70% aller Meereslebewesen starben damals aus. Viele Wissenschaftler halten das für die Folge einer globalen Abkühlung, einer Eiszeit.
Ein plötzlicher Temperatursturz könnte viele Trilobiten getötet haben. Aber nicht so viele, wie damals tatsächlich verschwanden. Nur etwas weit Heftigeres könnte das Verschwinden so vieler Arten erklären. Brian Thomas und die Astronomische Fakultät entwickelten eine Theorie. Vielleicht hatte ein Gammablitz nicht nur das Klima abgekühlt, sondern auch das Ozon abgebaut, wodurch die ultraviolette Strahlung gefährlich angestiegen wäre. Diese zwei Ereignisse zusammen wären wirklich ein heftiger Schlag für das Leben auf diesem Planeten gewesen. Das entspräche exakt dem Muster, das wir am Ende des Ordoviziums sehen. Die starke UV-Strahlung war tödlich für das Plankton, mikroskopisch kleine Lebewesen, die ungeschützt nahe der Meeresoberfläche leben. Bruce Lieberman schloss daraus, dass die Trilobiten, deren Larven ebenfalls nahe der Wasseroberfläche schwammen, ihren gesamten Nachwuchs verloren und dadurch sehr schnell ausgerottet wurden. Deshalb waren 70% von ihnen plötzlich verschwunden. Eine Abkühlung der Erde zusammen mit hoher UV-Strahlung war ein folgenreicher Doppelschlag. In der Biologie könnte man sagen, 1 und 1 gibt 3. Man kann mit dem klarkommen, was von einer oder von der anderen Seite kommt, aber nicht mit beidem. Bei mehr als einer Belastung wie Kälte und fehlendem Ozon ist es sehr viel schwieriger, damit klarzukommen. Falls die Theorie der University of Kansas stimmt und ein Gammablitz die Erde vor 450 Millionen Jahren getroffen hat, könnte sich das wiederholen? In einer Milliarde Jahren könnte so ein Ereignis in 6000 Lichtjahren Entfernung einige Male passieren. Die gesamte Menschheitsgeschichte ist nur einen Augenblick lang verglichen mit solchen gewaltigen Zeiträumen. Die Wahrscheinlichkeit ist also gering, dass ein Gammablitz die Menschheit gefährdet. Aber die Experten warnen davor, das Ganze einfach abzutun. Wir können nicht sagen, es gab einen vor 450 Millionen Jahren und in 450 Millionen Jahren wird es wieder einen geben. Im Prinzip kann es jederzeit geschehen. Was hätte ein Gammablitz für Folgen? Wie erginge es der Erde, wenn sie von der explosivsten Kraft des Universums getroffen würde? Eine Kraft, von der wir bis vor wenigen Jahren noch gar nichts wussten. Bis zu den 1960er Jahren waren Gammablitze völlig unbekannt. Sie wurden zufällig während des Kalten Krieges entdeckt, auf dem Höhepunkt des nuklearen Wettrüstens. Nachdem 1963 der Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffentests unterzeichnet wurde, starteten die USA das Projekt Vela, eine Satellitenflotte, die mögliche Verstöße der Sowjets gegen das Abkommen aufspüren sollte. Die Satelliten besaßen Gammastrahlungsdetektoren, um Strahlungsausbrüche zu messen. Atombomben setzen Gammastrahlung frei. Im Jahr 1967 registrierte einer der Satelliten eine Gammastrahlung, die keinesfalls von einer Atombombe stammen konnte. In der Messkurve erschien die Strahlung als großer, über 8 Sekunden langer Doppelausschlag. Der erste Ausbruch verblüffte die Wissenschaftler, weil er nicht von der Erde, sondern aus dem Weltraum kam. Wir lieben nichts mehr als Überraschungen. Und das war wirklich erstaunlich. Gammastrahlung ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Die Anzeigen der wissenschaftlichen Instrumente waren also das einzige Anzeichen für dieses spektakuläre Phänomen. Ein Gammablitz überstrahlt alle anderen Gammastrahlungsquellen im Universum. Es war ein völlig neuartiges und unerwartetes Phänomen. Unerwartet und alarmierend, denn bisher hatte man angenommen, dass nur Atomexplosionen derart große Gammastrahlungsausbrüche verursachen. Die Vela-Satelliten hatten keine Ausrüstung, um die genaue Position und Entfernung der Gammablitze zu bestimmen. Niemand war auf ein derartiges Phänomen vorbereitet. Und man hatte keine Vorstellung, was einen Gammablitz auslösen könnte. Nicht nur unter den Astronomen, sondern auch in der Öffentlichkeit wurde darüber gerätselt. Bis zu den 1970er Jahren hatten die Astronomen ein paar Dutzend Gammastrahlungsausbrüche gemessen und einige Theorien über mögliche Ursachen entwickelt. Auch außerirdische Kriege in den Tiefen des Weltraumes wurden in Betracht gezogen.
liftoff of the Space Shuttle Atlantis and the Gamma Ray Observatory, seeking out the explosive forces of the universe. Fast 30 Jahre lang blieben die Gammastrahlungsexplosionen ein Rätsel. 1991 startete die NASA dann das Compton Gamma Ray Observatory, mit dem man herausfinden wollte, woher die Gammablitze kommen. Die nächste Frage war, liegen ihre Quellen in der Milchstraße oder kommen sie von außerhalb? Im Verlauf von 9 Jahren registrierte Compton durchschnittlich einen Ausbruch pro Tag. Seine Instrumente ermöglichten eine ungefähre Lokalisierung auf den Sternenkarten. Die Experten erwarteten, sie entlang der Milchstraße zu finden. Vela hatte gezeigt, dass diese Ausbrüche äußerst hell sind. Deshalb dachten wir, dass sie aus unserer Galaxie irgendwo aus der Nähe unseres Sonnensystems kommen und entlang der Milchstraße zu finden sind. Aber man entdeckte, dass sie gleichmäßig über den ganzen Himmel verteilt sind. Dass Gammablitze überall und nicht nur in der Milchstraße vorkommen, war ein starkes Indiz dafür, dass sie aus anderen Galaxien des Universums stammen könnten. Diese Erkenntnis war von immenser Bedeutung. Wir wissen, wie groß unsere Galaxie ist. Ein Gammablitz innerhalb der Milchstraße wäre nicht weiter als 70.000 Lichtjahre entfernt. Aber wenn sie in jeder Galaxie auftreten, könnten sie bis zu 12 Milliarden Lichtjahre entfernt sein. Falls sie so weit entfernt sind, bedeutet die Helligkeit der Ausbrüche, dass es sich um unvorstellbar gewaltige Energiemengen handelt. Wir fanden das sehr aufregend, weil es so große, energiereiche Explosionen sind. Sowas lieben wir. Er kann heller strahlen als 1 Milliarde oder sogar 1 Billion Sonnen. Das ist einfach eine gewaltige Menge Energie. Die erste Frage war, was bedeutet das für uns? Das liegt in der menschlichen Natur. Diese Ausbrüche sind gewaltige Explosionen. Also war sehr schnell klar, dass ein solches Ereignis in unserer Nähe, zum Beispiel in unserer eigenen Galaxie, ernste Folgen für die Erde und die Atmosphäre haben könnte. Aber um beweisen zu können, dass Gammablitze in großer Entfernung stattfinden, benötigen die Astronomen präzisere Messungen als die des Compton-Satelliten. Um sie zu verstehen, mussten wir zunächst ihre exakte Position lokalisieren. 1996 nahm der holländisch-italienische Satellit Beppo 6 seine Arbeit auf. Er konnte als erster die exakte Position von Gammablitzen bestimmen. Und zwar etwa so genau, wie man mit bloßem Auge einen Basketball in 800 Metern Entfernung ausmachen kann. Mit seiner Hilfe konnten optische Boden- und Weltraumteleskope das Nachglühen der Explosion aufspüren. Gammablitze verschwinden nicht einfach. Nach der Explosion bleibt ein Leuchten zurück, das im sichtbaren Wellenbereich nachweisbar ist. Das Aufspüren dieses Nachglühens war extrem wichtig. Denn anders als die Gammastrahlung ermöglicht uns das sichtbare Licht, ein Spektrum und seine Rotverschiebung zu sehen. Diese ist der Maßstab, mit dem Astronomen im Universum Entfernungen messen. Jeder Stern und jede Galaxie besitzt ein ganz spezifisches Spektrum. Bei einer nahen Galaxie könnte es so aussehen. Wenn sie weiter entfernt ist, verschiebt sich das Spektrum in Richtung des roten Lichts. Je größer die Rotverschiebung, desto weiter entfernt ist die Galaxie. Am 8. Mai 1997 übertrug Beppo 6 erstmals Gammablitz-Koordinaten. Ich war gerade mit meiner Gruppe im Palomar-Observatorium, als ich den Anruf bekam. Wir ließen alles stehen und liegen, um uns das anzusehen. Weit entfernt stattfindende Gammablitze waren auf den Aufnahmen nicht mehr als winzige Pünktchen im Sternenfeld. Aber auch ihre Rotverschiebung konnte analysiert werden. Zum ersten Mal konnte gemessen werden, wie weit eine Gammastrahlungsexplosion von der Erde entfernt war. Dieser hatte eine Rotverschiebung von 0,8, was einer Entfernung von einigen Milliarden Lichtjahren entspricht. Das Rätsel war gelöst. Ein entscheidender Durchbruch. Und nachdem man weitere Gammablitze lokalisiert hatte, stand fest, dass die meisten unglaublich weit entfernt waren. Laut Beppo 6 lagen die Entfernungen oft bei 8 Milliarden Lichtjahren.
Das ist in der Mitte des sichtbaren Universums. Es war sehr aufregend. Die tollsten Resultate, die man sich als Beobachter wünschen konnte. Es waren die größten denkbaren Entfernungen und deshalb auch die größten Energien und die höchsten Leuchtkräfte. Das waren wirklich die gewaltigsten Phänomene des Universums. Stellen Sie sich vor, Sie vernichten die Sonne durch eine Antisonne und wandeln das alles innerhalb von 10 Sekunden in Gammastrahlung um. Selbst Theoretiker können sich das nur schwer oder eigentlich gar nicht vorstellen. Was für eine Quelle kann eine so mächtige Explosion herbeiführen, die innerhalb weniger Sekunden eine Energie freisetzt, die der aller Sterne des Universums zusammen gleichkommt? Das Universum ist voller Gefahren, aber die größte Bedrohung sind wahrscheinlich die Gammablitze. Sonderbare Phänomene, deren Existenz ebenso rätselhaft ist wie ihre Natur. Wir haben eine Menge aufregender Dinge herausgefunden, aber es gibt noch immer viel über die mysteriösen Gammablitze zu lernen. Seit der bahnbrechenden Entdeckung von 1997, die zeigte, in welch gewaltigen Entfernungen diese Phänomene stattfinden, haben eine ganze Reihe von Satelliten und Bodenobservatorien den Himmel ununterbrochen nach weiteren Gammablitzen abgesucht. Unzählige Beweise wurden zusammengetragen, um die wahre Natur dieser seltsamen Phänomene zu ergründen. Nehmen wir GRB-990123. Der Name ist ein Code. GRB steht für Gamma Ray Burst, also Gammablitz. 99 für das Jahr der Entdeckung, 1999. 01 und 23 für Monat und Tag, den 23. Januar. Die Bilder wurden vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen. Ein heller Fleck inmitten des Lichtermeers seiner Heimatgalaxie. Die Daten des Ausbruchs lieferten Hinweise, die den Astronomen sofort auffielen. Es gab von Anfang an den Verdacht, dass die Gammastrahlung bei diesen Explosionen in Jets, das heißt gebündelt, ausgestoßen wird und nicht in alle Richtungen gleichzeitig. Indizien für solche Jets fanden sich in der Lichterkurve, einem Diagramm, das die Helligkeitsveränderungen nach dem Ausbruch erfasst. Das optische Nachglühen wurde zuerst langsam schwächer, ließ dann aber abrupt nach. Dieser sogenannte Jetbreak ist die eindeutige Handschrift eines intensiven gebündelten Energiestrahls. Wenn die Gammastrahlung bei diesen Explosionen in Jets ausgestoßen wird, bedeutet das, dass wir nur die Gammablitze sehen können, die direkt auf uns zielen. Es gibt weit mehr, die wir niemals zu sehen bekommen. Auf jeden, den wir sehen, kommen etwa 300, die in eine andere Richtung schießen. Wenn sie nicht direkt auf uns gerichtet sind, können wir sie nicht sehen. Pro Jahr gibt es im Universum etwa 300.000 Gammablitze, also ungefähr einen alle 100 Sekunden. Kosmische Jets sind den Astronomen wohl bekannt. Diese Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops zeigt ein solches Geschehen in der Galaxie M87. 60 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Jets werden durch Objekte wie schnell rotierende schwarze Löcher erzeugt. Manche Theorien halten diese für die Auslöser von Gammablitzen. Ich und viele andere von uns glauben, dass ein Gammablitz quasi der Geburtsschrei eines schwarzen Lochs ist. Er zeigt an, dass gerade ein neues entstanden ist. In der Astronomie gibt es kaum etwas Faszinierenderes als schwarze Löcher. Ein schwarzes Loch besteht aus unendlich dichter Materie. Es besitzt eine so starke Gravitation, dass nicht einmal das Licht ihm entkommen kann. Aber das Wissen um die schwarzen Löcher blieb nicht die einzige Entdeckung. Man fand heraus, dass Gammablitze mit einem weiteren bekannten Phänomen verbunden sind, der Supernova. Am 29. März 2003 ereignete sich etwas Spektakuläres. An diesem Tag konnte ein Gammablitz detailliert gemessen werden, weil er aus einer näher gelegenen Galaxie kam. Im Verlauf eines Monats veränderte sich das Spektrum des Nachglühens von einer langen flachen Linie zu einer Kurve mit komplizierten Sprüngen und Schlangenlinien. Das Spektrum war fast identisch mit dem einer Supernova.
Das war der erste klare Beweis für eine Verbindung zwischen Supernova und Gammablitz. Seit damals gab es noch vier weitere und wir denken jetzt, dass das häufig vorkommt. Vielleicht nicht immer, vielleicht aber doch. Eine Supernova ist eine gewaltige Explosion, die entsteht, wenn ein großer Stern wenigstens achtmal massereicher als die Sonne seinen ganzen Kernbrennstoff aufbraucht, in sich zusammenfällt und zu einem ultradichten Neutronenstern wird. Während dieses Prozesses wird seine äußere Hülle in einem spektakulären Schauspiel fortgesprengt. Jetzt besaßen die Astronomen zwei Schlüsselinformationen. Erstens, Gammastrahlung wird in Jets ausgestoßen. Zweitens, sie werden gewöhnlich von Supernovae begleitet. Diese beiden Fakten schienen eine der Theorien über die Ursache von Gammablitzen zu bestätigen. Seit 1993 gab es die Theorie, dass Gammablitze entstehen, wenn die Kerne massereicher Sterne zu schwarzen Löchern kollabieren. Die sogenannte Kollapsar-Theorie. Kollapsar ist der astronomische Spitzname für einen kollabierenden supermassiven Stern. Der Tod eines solchen Sternes ist das atemberaubendste Ereignis im Universum. Es beginnt mit etwas viel Größerem als einer Supernova, mit einer Hypernova. So ein Stern ist etwa 20 Mal massereicher als die Sonne. Er ist jünger als sie und nur etwa 10 Millionen Jahre alt. Trotzdem stirbt er. Während der Kern tief im Inneren des Kollapsars unglaublich schnell rotiert, schrumpft er. Im Zentrum entsteht eine so hohe Dichte, dass sich ein schwarzes Loch bildet. Die explosiven Kräfte im Inneren können der rotierenden Scheibe nicht entkommen, sodass sie als Jets an den Polen austreten, der Weg des geringsten Widerstandes. Die Jets pflügen durch die stellaren Schichten. Die herumwirbelnden subatomaren Partikel kollidieren nahezu mit Lichtgeschwindigkeit. Dabei wird die energiereiche Gammastrahlung freigesetzt, die diese Explosionen so einzigartig macht. Sekunden nachdem sich das schwarze Loch gebildet hat, durchbrechen die Jets die Oberfläche des Sterns und die Gammastrahlung schießt auf die entlegensten Punkte des Universums zu. Es endet mit einer Hypernova. Druckwellen jagen durch den inneren Sternenkörper, bis seine Gashülle schließlich ins All geschleudert wird. Und das optische Nachglühen als Erkennungszeichen dieses kosmischen Gewaltaktes hinterlässt. Wie es die Presse schon so oft gesagt hat, die Gammablitze sind die größten und hellsten Bomben seit dem Urknall. Ein Gammablitz dauert zwischen 2 und 100 Sekunden an. Seine Kraft wird deutlich, wenn man die Folgen für die Erde betrachtet. Schon aus 6000 Lichtjahren Entfernung könnte er ein Massensterben verursachen. Vielleicht ist so etwas in der Urzeit bereits geschehen. Es ist, als ob gleichzeitig 3000 Megatonnen von Bomben in der Atmosphäre hochgehen. Aber was, wenn es noch näher bei uns geschieht? Statt 6000 nur 1000 Lichtjahre entfernt. Das entspräche etwa 100.000 Megatonnen Atombomben. Ein Effekt, als ob man nur wenige Kilometer von der Hiroshima-Bombe entfernt stünde. So ein Ereignis könnte auch nur 100 Lichtjahre entfernt stattfinden. Das wäre sehr, sehr übel. Die Atmosphäre würde weggesprengt, Gezeitenkräfte entstünden und die Erdoberfläche beginne zu schmelzen. Falls man es noch extremer möchte, könnte man fragen, was ist mit dem nächstgelegenen Stern, Alpha Centauri? Die Chancen stehen 1 zu 1 Million, dass so etwas in der Nähe der Erde während ihrer Lebensdauer passiert. Aber wenn, würde die Erde eingeäschert. Sie würde weiter bestehen, das Felsgestein bliebe übrig. Aber der Ausbruch hätte eine Kraft von Abermilliarden von Megatonnen. Zum Glück fanden die Astronomen die meisten Hypernova-Gamma-Blitze in weit entfernten, jungen Galaxien, die sich deutlich von unserer unterscheiden. Man vermutet, dass nur diese jungen Sternensysteme solche Gamma-Blitze hervorbringen können und wir vor ihnen sicher sind. Es gibt allerdings noch eine andere Art von Gamma-Blitzen im Kosmos. Es gibt zwei Arten von Gammablitzen, lange und kurze. Die Trennlinie liegt etwa bei 2 Sekunden. Lange Gammablitze dauern zwischen 2 und 100 Sekunden oder noch länger. Die kurzen Ausbrüche weniger als 2 Sekunden. Manche von ihnen sind nur von der Dauer eines Wimpernschlags. Diese kurzen Ausbrüche sind weit rätselhafter als ihre längeren Verwandten.
Sie scheinen nur wenig mit supermassiven Sternen und Hypernovae zu tun zu haben, sondern bei ganz anderen Prozessen zu entstehen. Prozesse, die sehr gut auch in unserer eigenen Galaxie ablaufen könnten, wo die Erde ihnen wahrscheinlich nicht entkommen kann. Im Jahr 2004 startete ein bemerkenswerter Satellit, um das Rätsel um die kurzen Gammablitze zu lösen. Swift, Englisch für Mauersegler, ein Vogel, der dafür bekannt ist, mitten im Flug blitzschnell die Richtung zu wechseln. We have ignition and we have liftoff of NASA's Swift spacecraft on a mission to study and understand gamma ray bursts throughout the universe. Looks pretty bright. Fast ein Jahrzehnt lang waren die Astronomen nur in der Lage, lange Gammablitze zu beobachten, die zwischen 2 und 100 Sekunden oder länger dauern. Die kurzen Gammablitze blieben ein Rätsel, weil sie vorbei waren, bevor die Satelliten ihre Position berechnen konnten. Swift änderte alles. Der Swift-Satellit ist ein technologischer Akrobat, so konstruiert, dass er sich binnen Sekunden neu ausrichtet, sobald ein Gammablitz registriert wird. Einen Gammablitz am Himmel zu lokalisieren ist, als ob man in einem Stadion ein Blitzlicht sucht. Der Lichtblitz ist so kurz, dass man nicht sagen kann, woher er kam. Swift erschließt die nächste Stufe der präzisen Lokalisierung von Gammablitzen. Der Helligkeit nach definitiv ein Ausbruch. Das Kontrollzentrum des Swift-Satelliten befindet sich in der Penn State University. Sobald Swift einen Ausbruch lokalisiert, löst das Team umgehend einen Alarm aus. Observatorien weltweit werden benachrichtigt, dass es einen Ausbruch gegeben hat, welche Art von Ausbruch es war und dass sie ihre Bodenteleskope darauf ausrichten sollen. 500 Astronomen überall auf der Welt erhalten diese Meldung. Darunter auch Ido Berger und Alicia Soderberg, die mit dem historischen Hale-Teleskop arbeiten, 5 Meter im Durchmesser und auf dem Palomar Mountain nördlich von San Diego gelegen. Hallo? Hi Ido. Ein neuer Ausbruch, den du sicher observieren willst. Die Astronomen fangen das Nachglühen des Gammablitzes ein. Eine kurze Aufnahme, 20 Sekunden Belichtung. Ja, ein schnelles Bild. Der Gammablitz selbst dauert nur zwischen ein paar und ein paar hundert Sekunden. Aber die Komponente aus sichtbarem Licht, die ihn begleitet, hält einige Stunden, Tage, manchmal sogar Wochen an. Wir haben den Swift-Satelliten speziell dafür gebaut, kurze Gammablitze zu lokalisieren. Im Sommer 2005 gab es endlich einen solchen Ausbruch und wir konnten die Erkenntnisse sammeln, auf die wir gewartet hatten. Seine Position und was ihn verursacht hat. Viele Wissenschaftler hatten vermutet, dass die 2 unterschiedlichen Gammablitze auch verschiedene Auslöser haben. Lange Gammablitze entstehen, wenn ein massereicher Stern stirbt. Kurze vermutlich durch eine Fusion von Neutronensternen. Neutronensterne sind tote Überreste eines Sterns. Ihr Radius beträgt knapp 10 Kilometer. Sie umkreisen einander, verlieren langsam Energie und kollidieren schließlich in einer gewaltigen Explosion. Wir wussten schon immer, dass dabei ein Lichtblitz entsteht und wahrscheinlich auch Gammablitze. Als Swift im Jahr 2005 zum ersten Mal einen kurzen Gammablitz lokalisierte, entdeckten die Astronomen, dass er aus einer elliptischen Galaxie stammte, einem rundlich oder oval geformten Sternensystem. Eine derartige Galaxie hat nur alte Sternenpopulationen und keine jungen, massereichen Sterne, die Kollapsare und Hypernovae hervorbringen. Dort findet man alte, ausgebrannte Sterne wie die Neutronensterne. Es ist noch nicht endgültig bewiesen, aber die Indizien sprechen deutlich für die Neutronensterne als Verursacher der kurzen Gammablitze. Das Problem für unsere Erde: in der Milchstraße könnte es viele solcher Sterne geben.
Wir wissen, dass es in der Milchstraße Neutronensterne gibt, die eines Tages aufeinandertreffen werden. Und deshalb können wir anders als bei den langen Gammablitzen mit einiger Sicherheit sagen, dass so etwas während der Lebensdauer der Milchstraße geschehen wird. Die Häufigkeit der Gammablitze insgesamt liegt in unserer Galaxie bei etwa einem pro einer Million Jahre. Einer, der sich nahe genug ereignet, um biologischen Schaden anzurichten, tritt vielleicht einmal in mehreren hundert Millionen Jahren auf. Der letzte Ausbruch könnte die Erde vor 450 Millionen Jahren getroffen haben. Es ist unmöglich vorherzusagen, wann und in welcher Entfernung sich der nächste ereignen wird. Diese große Unsicherheit und die potenzielle Gefahr bringen selbst Skeptiker dazu, darüber nachzudenken, wie die Menschheit ein so katastrophales Ereignis überleben könnte. Selbst wenn sie selten sind, wenn sie auftreten, handelt es sich um extreme Ereignisse, die massive Auswirkungen haben, und genau deshalb interessieren wir uns für sie. Wir wollen unsere Spezies erhalten. Gemäß des Szenarios, das die Forscher der University of Kansas gemeinsam mit anderen Astronomen entworfen haben, würde die Katastrophe in den Tiefen des Weltalls ihren Anfang nehmen, wenig mehr als ein paar tausend Lichtjahre entfernt. Massive Kollapsare sind in der Milchstraße sehr selten. Deshalb werden die Verursacher am ehesten zwei kollidierende Neutronensterne sein. Die Kollision dauert weniger als eine Hundertstel Sekunde. Dann schießen zwei mächtige Jets wie kosmische Kanonenkugeln aus den Polen hervor. Einer von ihnen zielt direkt auf die Erde. Wenn es in unserer eigenen Galaxie zu einem Ausbruch käme, wäre das ein echtes Himmelsspektakel. Ein strahlender Blitz würde den Himmel erhellen, wenn die Gammastrahlung in die Atmosphäre eindringt. Die Erde verlöre plötzlich ihren schützenden Ozonmantel und die Oberfläche würde mit tödlicher UV-Strahlung bombardiert. Die Temperatur würde fallen, weil brauner Dunst das Sonnenlicht blockiert. Das Leben auf unserem Planeten hinge am seidenen Faden. Die Erde ist für Gammablitze ein leichtes Ziel. In gefährlicher Nähe entstehen sie vermutlich nur einmal alle 300 bis 500 Millionen Jahre. Wir würden sie nicht kommen sehen, aber würde die Erde getroffen, sähe unsere Zukunft plötzlich ganz anders aus. Das Erste, was die Leute bemerken würden, wäre, dass mitten am Tag oder in der Nacht plötzlich eine neue Sonne am Himmel stünde. Das wäre das erste Anzeichen dafür, dass etwas falsch läuft. Die Gammastrahlung selbst ist unsichtbar, aber die Atmosphäre absorbiert sie und wandelt sie in sichtbare Wellenlängen um. Man sähe wahrscheinlich einen kurzen hellen Blitz. Alles würde sehr schnell passieren. Und wahrscheinlich würde man erblinden. Eine hohe Gammastrahlung würde die Sauerstoffatome anregen. Der gleiche Prozess wie bei einer Aurora. Der Himmel wäre hellgrün und so hell wie am Tag. Wie während des Ordoviziums vor 450 Millionen Jahren würden die Gase der Atmosphäre schnell reagieren. 40% des Ozons würden verschwinden und eine rotbraune Schicht aus Stickstoffdioxid den Planeten einhüllen. Dadurch würde sich die Farbe des Himmels verändern. Innerhalb weniger Stunden wären wir in braunen Dunst gehüllt. Das ginge recht schnell. Der ganze Himmel und alles andere hätte selbst bei Tag eine bräunliche Färbung. Wie bei der Explosion einer Atombombe würden alle ungeschützten Elektrogeräte von einem elektromagnetischen Puls getroffen werden. Die für die Satellitenüberwachung zuständigen Techniker im NASA-Kontrollzentrum würden erste Zeichen erkennen. Der Datentransfer hätte abrupt gestoppt, weil die empfindlichen Schaltkreise der hochentwickelten Satelliten durchgeschmort wären. Die Satelliten würden vernichtet. Überall auf der Welt käme es zu Stromspitzen, die die Stromversorgung lahmlegen würden. Unzählige elektronische Geräte würden kaputt gehen, darunter viele Computer. Es gäbe ein totales Chaos. Die Gesellschaft würde in vielerlei Hinsicht zurück ins finstere Mittelalter geworfen. Nur wenige Menschen würden bemerken, dass eine echte Katastrophe begonnen hat.
Eine Handvoll unbeschädigter Instrumente des Wetterdienstes würden einen 80-prozentigen Anstieg der tödlichen UV-Strahlung registrieren. Die hektischen Versuche der Meteorologen, eine Alarmmeldung herauszugeben, wären aufgrund des zum größten Teil lahmgelegten Kommunikationsnetzes vergeblich. Die durch Sonnenwinde verursachten Polarlichter am Nachthimmel sind normalerweise ein wunderbares Schauspiel. Jetzt wäre der Himmel aufgrund der veränderten Chemie der Atmosphäre stattdessen von einem geisterhaften grünen Leuchten erfüllt, das wochenlang anhält. Der erste Winter wäre vielleicht der schlimmste der Menschheitsgeschichte. Falls der Gammablitz nah genug stattfand, könnte eine Schicht aus braunem Stickstoffdioxid entstehen, die 10% des Sonnenlichts blockiert, mit schlimmen Auswirkungen. Bei einer Reduktion des Sonnenlichts um 10% würde der Schnee auf einem Großteil der Landmassen auch den Sommer hindurch liegen bleiben. 10% wären genug für eine Eiszeit. Schnee und Eis treten an Orten auf, wo man es nie erwartet hätte. Eine Gesellschaft ohne technologische Infrastruktur müsste jetzt ums Überleben kämpfen. Das sonnige Los Angeles könnte von Schnee bedeckt sein. Und Pasadenas Rose Bowl Stadion müsste wohl in Ice Bowl umgetauft werden. Vermutlich würde es in Los Angeles schneien. Das hat es in einigen harten Wintern schon gegeben. Aber das hier wäre ein weit größerer Schlag für das Klimasystem als die normale Fluktuation. Ozeane, denen die Kälte weniger ausmacht, würden am meisten unter dem UV-Licht leiden. Lebensformen, die in einem besonders exponierten Umfeld leben, zum Beispiel an der Meeresoberfläche, wo es kaum Schutz gibt, würden sofort sterben. Durch die Zerstörung der Ozonschicht würde das Phytoplankton einer tödlichen Dosis UV-Strahlung ausgesetzt. Das Phytoplankton lebt im Ozean. Die einfachen Algen betreiben Photosynthese und sind auf Sonnenlicht angewiesen. Verschwende das Phytoplankton aus der maritimen Nahrungskette, bräche das Meeresökosystem zusammen. In den folgenden Monaten würde sich das Wasser vor den Küsten rot und orange färben. Die Stickstoffkomponenten in der Atmosphäre würden einen Salpetersäureregen produzieren. Zunächst schädlich, könnte er aber mit der Zeit auch wie ein Dünger wirken, so dass Massen giftiger roter Algen entstünden. Eine der wenigen Spezies, die die UV-Strahlung überleben könnten. Tote Fische lägen an den Stränden, das erste Anzeichen einer weltweiten Hungersnot unvorstellbaren Ausmaßes. An Land käme es zu Missernten, weil die Pflanzen durch die UV-Strahlung und die Abkühlung geschwächt wären. Klimaveränderungen können uns sehr schaden, weil unsere Ernährung auf wenigen Pflanzenarten basiert. Ein später Kälteeinbruch kann eine ganze Ernte vernichten. Plötzlich gäbe es weltweit viel weniger Orte, an denen Anbau betrieben werden kann. Der Menschheit würde eine Hungersnot ungeahnten Ausmaßes drohen. Wenn das Nahrungsversorgungssystem großräumig versagt, haben wir keine großen Reserven, mit denen wir einige Jahre überbrücken könnten. Ich habe keine Ahnung, wie wir das bewältigen sollten. Nach einem Gamma-Blitz könnte nur noch ein kleinerer Teil der Weltbevölkerung versorgt werden. Nur etwa 5-10% der heutigen Bevölkerung könnten vermutlich ein paar Jahrzehnte durchhalten. Überall gäbe es verlassene Städte und Dörfer. Die Infrastruktur würde verfallen. Da niemand die Elektrizitätswerke betreibt, gäbe es kein Licht. Und unsere Benzintanks wären leer, weil es in den Brennstoffraffinerien keine Arbeiter mehr gäbe. Nach einem Gamma-Blitz wäre das Leben auf diesem Planeten wirklich hart. All die Annehmlichkeiten, auf die wir uns heute verlassen, gäbe es nicht mehr. Nach einem Jahrzehnt hätte sich die Atmosphäre wieder erholt. Aber ein Großteil des Schadens wäre nicht rückgängig zu machen. Wenn nur 10% der Bevölkerung versorgt werden könnten, würden etwa 270 Millionen Amerikaner durch Krankheiten oder Hungersnöte sterben. Ohne eine Menge von Konserven, Armeerationen und anderen unverderblichen Vorräten würde ich das nicht mitmachen wollen, sondern lieber schnell sterben.
Manche Astronomen schätzen, dass es in der Milchstraße 100.000 Neutronen-Doppelsterne gibt. Niemand weiß, ob oder wann es zu einer Kollision kommen und ein Gammablitz die Erde treffen wird. Die Indizien sprechen dafür, dass es in der Vergangenheit bereits geschehen ist. Also können wir uns wohl niemals wirklich sicher fühlen.